Fußballspieler. Jo, wie ist die Antwort an dich, Sachsen-Schorsch? Du kommst wieder in den Beschauer, mal Videobeschauer-Ordner. Wir haben heute schon mit Wolfgang Rettich, also der ist ja, Wolfgang ist ja momentan richtig gut unterwegs, so richtig krass unterwegs, da machst du dir richtige Gedanken, das finde ich total toll, dass er jetzt einfach so aus sich rausgeht und dass er wirklich richtig so, also das letzte Video fand ich jetzt, der dritte, wie hieß es? Deutschland, unbequeme Fragen. Genau, Deutschland, unbequeme Fragen haben wir jetzt gerade, richtig, was. Also finde ich richtig, richtig gut bis jetzt, aber ich bin noch nicht ins Durchgeguckt und bei Abby findest du einiges jetzt, wenn du mal gucken willst. Das ist gerade echt spannend, unser Leben so, wir waren gerade im Kino mit einem Freund und so weiter und so weiter. Und jetzt, Sachsen-Schorsch, gucken wir uns dich an. Mal ohne Beamer. Mal ohne Beamer, einfach so, das ist jetzt, ist genau kurz vor, genau um 1 oder 59, 00, 59 am 16.12. Gut, vor allem hat mir geschafft, unser Leben ist gerade echt aufregend. Mhm. Also. Hallo meine Lieben, mit eurer Schorsch mit postfaktischen Fake News. Ja, postfaktisch hat man ja schon immer gehört, aber Fake News, ja. Jetzt wollen sich die Verbrecher anmachen als Falschmeldungen lieben und da wollen sie stärker vorgehen damit. Wart sich dann nur mal die sogenannten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten dann schließen müssen, nicht? Oder diese Schmierfinken von der Mainstream-Presse dann ihr Geschäft endgültig einstellen müssen mit ihrem alternativen Ableger hier, den wir bei YouTube umgeistern haben, den Stabile. Ja. Die Fake News, so kann man natürlich auch alles lahmlegen und natürlich die Wahrheit weiter verhindern. Sieht man aber irgendwie verzweifelnd, diese Verbrecher eigentlich wirklich sind. Was sind Fake News? Die was wissen ist Fake News? Ich habe keine Ahnung. Sie machen den eigentlich damit am Schreiben komplett. Das ist vielleicht sowas wie die flache Erde, weißt du, irgend so ein Ding, dass jetzt wieder Kakina irgendwas glaubt. Ah, okay. Okay, du wirst wahrscheinlich weiter erläutern, mal sehen, was passiert. Können die ja dann ihre Lügen ja auch nicht mehr verbreiten. Ja? Da sieht man dann ihre blöden Fressen ja noch weniger. Ist mal also werden sie sich das überlegen, ob sie abschalten. Dann bräuchte man ja auch keine Antonio Amadeo Stiftung, die hier gegen Hasskommentare vorgeht. Ja? Die werden dann völlig überflüssig. Was heißt werden? Die sind eigentlich so, das ist völlig überflüssig. So, dass sie, die brauchen wir ja nicht mehr, weil Hasskommentare. Wenn wir es mal umdrehen würden, was die an Hasskommentaren gegen uns Deutsche machen, ja, dann hätten die genug. Ach, guck mal, das Kreuz ist auf der Stirn. Dort mal zu ermitteln, aber das macht er nicht mehr, das Deutsche. Passt, geht um was. Auch so wie Kreuz des Lebens, da wäre das ein Kreuz auf meiner Stirn. Wir sind ja nur Deutsche und da können wir das ruhig machen. Okay. Machen wir gerade bei solchen selbsternannten. Selbsternannten, wie soll ich denn sagen? Ein Engel. Ja, zwischen selbst anderen möchte gern Gutmenschen, Kühnung, ach was weiß ich. Diese Vögel, die sich anmaßen, uns vorschreiben zu wollen, was wir zu denken haben und was nie, ja, und zu entscheiden zu wollen. Ja. Schorsch, kotzt du dich gerade aus oder was? Ah, ist gerade schlechte Laune oder was ist los? Politisches Kabarett. Ja, du kannst ein bisschen was. Ja, was Hass ist und was nie, also ja, die gehen mal langsam sowas von Gott auf Garmisch auf die Eier, das ist einfach nicht mehr feierlich. Ja, dann gibt es noch solche Vögel hier, kein Geld für rechts. Ja. Hashtag, was auch immer ein Hashtag sein soll, ja, dieses Ausländisch nervt mich und bis hierhin hab ich die Stahl. Ja, die maßen sich an hier. Festzulegen, welche Seite rechts ist, welche links ist, schreiben Konzerne an, dass sie dort. Nee, wirklich, machen die jetzt echt? Dass das irgendjemand rechts, links ist, das kleben die dir jetzt so praktisch an deiner Videos oder wie? Oh Gott. Nicht mehr Werbung machen soll, weil die Seite rechts ist. Ja, die Konzerne sind nur noch so blöd und schalten dann die Werbung ab. Ja. Vielleicht sollten wir einfach machen, ja, die tun ja dann nur veröffentlichen, welche Konzerne das sind. Vielleicht sollten wir dann endlich mal als Rechte zeigen, dass wir die Konzerne auch nicht mehr bedienen, wenn sie dann auf solchen Mist, auf solche selbsternannten Tugendwächter auch dann noch einfallen. Echt, es wird immer bekloppt und ich habe wirklich die Schnauze einfach nur noch voll. Nur noch voll. Oh, sorry, aber ich habe den Ärger ja nicht mitgekriegt.
Also da ist dieses links-rechts, wird dir jetzt unter das Video geklebt oder wo auch immer hin. Also du kennst dich da besser aus, ich hätte da Erklärungsbedarf. Jedes Mal überlege ich, ob ich dieses scheiß Quatsch immer mache oder nicht, weil man zieht sich immer wieder in diesen Mist rein. Jetzt wieder eine Woche, wo die Idioten ihr Mist absondern können, ohne dass irgendwas passiert. Ohne dass es draußen irgendwen interessiert, habe ich so den Eindruck. Immer wenn man davon anfängt, dann dreht es sich rum, taucht ab. Man tauscht nur noch Belanglosigkeiten aus untereinander. Das ist einfach, ich habe keine Lust mehr. Ja, dann können Sie schiffen. Weißt du, mein Video, ich guck mal Wolfgangs Video, ist das nicht belanglos im Netz? Kennen wir diesen Kemal Atatürk, der ja der Meinung ist, mit seinem Zeugengeschichtswissen wieder irgendwelchen Mist erzählen zu wollen? Na, den hab ich schon gesperrt mittlerweile. Weil er dann wieder mit ostdeutsches Nazi-Arschloch anfängt, also Geografie ist er ja auch durchgefallen. Ja, so, als kommt ein Wind, Junge. Weißt du, das ist scheißegal. Oh, das ist echt. Ja, lass es ziehen. Man muss ja nicht wegdrängen, einfach ziehen lassen, weil irgendwann entweder gibt man selber die Nerven auf oder die, weil sie merken, dass man noch viel sturer ist wie die. Und ist so eine Eigenart von mir. Dann irgendwann mögen die mich nicht mehr. Momentan mag mich sowieso kaum jeder, habe ich das Gefühl, aber vielleicht die wichtigen Leute und die spannenden für mich Leute. Und aber wir selbst und mal gucken, wer mich noch mag. Und du reagierst ja auf mich auch nicht so direkt. So, momentan kotzt du dich für mich aus, zumindest einmal so. Ja, und nur sich Mist, ich muss mich mit dem ganzen Dreck. Das dummen können, da muss ich mich dann auch noch rumärgern. Warum soll ich das eigentlich noch machen? Es interessiert doch sowieso kein Schwein. Was? Ich schon, ich keiner will was hören, keiner will mal umdenken, keiner will oder irgendwas. Es ist zum Kotzen. Und ich bin hinterher ärger, wie diese scheiß Zettel versuche, ein bisschen was näher zu bringen, wenn es interessiert zum Schlüssel gehen. Alter Falter, mich interessiert, so ein paar Leute bestimmt. Das hat mir Abby durch ihr Kanal beigebracht, auf eine merkwürdige Art und Weise. Geht manchmal ja nicht darum, wie viele Klicks du hast oder wie viele Leute dich abonniert haben, sondern einfach, ob es die richtigen sind. Und wenn man es mal überlegt, und wirklich so mal ein Unding klebt mir am Hintern und bei Abby auch, und ich finde das richtig geil. Ich habe mich noch nie so angenehm beschnüffelt gefühlt. So. Wirklich. Und das geht nicht um Masse, sondern schon um Kommunikation. Und das tun wir gerade, was wir hier so ausprobieren, mal sehen. Vielleicht, man muss nicht der Fels in der Brandung sein. Wir müssen alle unsere Intuition neu schulen. Hast du keine Lust? Wir sind die das machen, was andere nicht machen. Und deshalb sind die anderen neidisch. Wir sind eine elitäre Gemeinschaft, weil wir Fresse zeigen. Und eine Gemeinschaft so, und Geistebild. Du machst wieder schwarze Rhetorik. Gut, okay. Das war positiv. Ja, schwarze, war positiv. Ja, schwarze positive Rhetorik. Das gibt's auch, wusste ich nämlich. Ja, doch. Fresse zeigen. Fresse zeigen, genau. Weiter geht's. Fresse zeigen. Du hast jetzt hier zu bleiben und mit uns auch zu reden. So. Genau. Ja, eigentlich schuld. Was soll das denn? 88. Gedanken glauben. Wozu macht man sich Gedanken? Ja, und die anderen sich keine machen und dann der Meinung sind, nur darunter irgendwelchen Mist schreiben zu müssen. Naja, Mist ist nervig. Also endlich ignorieren die Dinge, die man sagt. Obwohl, ja. Zumindest. Ja, das weiß ich. Ich weiß es ja nicht mehr so. Oh, du bist wirklich verzweifelt, was ist los, Mann? Ey. Nimm dir die Kloppis nicht so herzen. Das ganze Spannende ist, dass einfach prozentual so ist, dass 4% gibt es Arschlöcher auf der Welt, wirklich nicht mehr, nur 4%. Aber die sind strategisch einfach so gut verteilt, dass man denkt, die sind einfach viel mehr. Das ist einfach so. Ist ja Hamburger Feuerwehr von Nazis unterwandert. Ja, weil der Haar für Hamburg ist. Ist der eigentlich ein Hitler, wenn ich mir dann der 88 nimmt und die 18 für Adolf Hitler und 88 dann geistig müssen und sich eigentlich nur Woche für Woche zu. Das ist, ja. Das ist,
der Bombenleger von Dresden, der Redner bei BG, ein Bombenleger, das Ding an der Moschee, das war hier als Silvesterfeuer, da kriege ich mit dem Bombenleger. Bombenleger! Wir fühlen uns sehr gut unterhalten, danke dir. Okay, da kommt doch mal so was Freundliches von Italien, Schüler stellen Kampf zu ihren Lieblingsbüchern. Tolle Wurst, also da schreibt er durch hinaus Protest. Ja, vielleicht verstehen die es ja eher wie die eigenen Deutschen, da kriegt man ja nicht nein, da bleibt der Heidler Walter böser Mann. Und weiter das Lügen ist ausgekippt und da kann so reden und reden. Da grinst du mal kurz, hat man kurz gegrinst. Ganz kurz. Ein Flug von Lächeln war gerade beim Machen. Wo einfach das Maus so voll ist für ihn selber. Ach, also, wie gesagt, da kann man nachts nicht mehr schlafen. Vor vier und schläft man nie, einfach nie ein. Da kannst du mal mit dem Kuchen machst. Und es geht mir auch so. Das Erstaunliche ist, dass sich momentan wieder alles gut bewegt. So. Aber ich habe wirklich echt auch das Gefühl, ihr habt einfach überall nur Fronten. Und du findest den Ausgang nicht. Und ich habe da auch auf diese Fronten alle keinen Bock, sondern Gemeinschaft ist einmal das Wichtigste wirklich. Darauf kommt es an. Wir sind nicht einzelne Phasen, sondern wir. Ich meine, wie gesagt, hier Wolfgangs Rettichs, zweiter Teil vom. Wie hieß er denn? Fluggefühle. Vor allem ist am Anfang total scheiße. Ich hatte so Vollmondstimme auch noch. Und er hat sich da auch so böse ausgekotzt. Aber ein Bild ist hängen geblieben. Dieser fliegende Schwarm einfach. Und das, darum jetzt. Der fliegende Schwarm, wir flattern und bewegen was so. Das ist hängen geblieben. Zeigen, was da passieren kann. Und das ist nie, weil man sich den ganzen Tag mit diesem Blödsinn beschäftigt. Und guck dir Peter Kruse an. Das ist wirklich, das ist ein. Man muss sich das wirklich zwei oder dreimal manchmal das Video angucken. Weil einfach so komplexes Wissen ist. So. Und da geht es genau um Schwärmen und Schwarmintelligenz. Und das ist die Zukunft. Das ist einfach mal wirklich die Zukunft. Wir können nicht felsig sein, sondern sei wahr. Wie heißt das? Sei Wasser, mein Freund, hat Bruce Lee gesagt. Mit Sicherheit nicht. Weil es geht ja nicht bloß mir so, das ist ja das. Und dann soll man so völlig unausgeschlafen und immer noch zu allem ein fröhliches Gesicht machen. Dann soll ich hier immer Frohmut verbreiten, ja, da wird dann der Mengen. Ja, tust du so oder so? Wenn man der Zeit hat, wenn man dann geknickt ist im Kopf hoch und heiß waschen, nee, ich will einfach nicht mehr im Kopf hoch machen, weil das Problem ist komischerweise immer, und alle kommen zu mir und kotzen sich aus. Wenn ich mich bei irgendwem auskotzen will, ist es halt da. Warum soll ich immer gut machen? Und warum soll ich hier lächeln, wenn es bei eigentlich gar nicht noch lächeln ist? Was soll die Scheiße eigentlich? Nee, ich will nicht lächeln, weil es ist nicht mehr zum Lächeln. Ja, es ist manchmal eigentlich, wenn sie so traurig wird, ist es normalerweise zum Lachen. Ja, wie hier. Ja, Staatsschutz ermittelt im Erzgebirge wegen gefährlichen Strompuppen, die da angeblich irgendwelche T-Shirts anhaben mit der sogenannten Recht. Aber ich habe wirklich Strohpuppen. Strohpuppen? Ich lerne gerade Sexu. Strohpuppen. Er bringt mir das bei. Ja, warte mal, weil, was sollen Strohpuppen sein? Das sind Stroh. Strohmann-Konto? Weiß nicht, in dem das fällt mir gerade ein. Ah, okay, so hat er gemeint. Ich habe wirklich einen hier. An Alice im Wunderland, die dachten nicht, Wolkoff-Bänder hier. Ah, wie hieß die denn? Die war das Ostpendant von Alice im Wunderland. Okay. Ja, die Wolkoff-Bänder. Und da war doch die Strohpuppe hier so ein. Ich weiß ja nicht mehr, wovor der Angst. Nee, war mal der Löwe, hatte ständig Angst. Oh, ich weiß nicht mehr, was die Strohpuppe für ein Problem hat. Ich glaube, der war doof oder so. Ich glaube, die Strohpuppe war einmal doof und litt darunter. Ich weiß ja nicht mehr genau. Ja, ich spule dich noch mal kurz zurück, weil ich sonst mein Speicher voll habe. Nee, ich will nicht lächeln, weil es ist nicht mehr zum Lächeln. Ja, es ist manchmal eigentlich, wenn sie so traurig wird, ist es normalerweise zum Lachen. Ja, wie hier. Ja, Staatsschutz ermittelt im Erzgebirge wegen gefährlichen Strompuppen, die da angeblich irgendwelche T-Shirts anhaben mit der sogenannten rechten Parolen. Man kann den Dreck nicht mehr anhören, echt? Nee, er meint wirklich echte Strohpuppen, so wie die Alice im Wunderland-Geschichte, genau. Echte Strohpuppen. Ich habe irgendwie ein Video von irgendwelchen komischen
Strohpuppen gesehen, die auch eine krasse Masken auf hatten, eine übelste lange Hörner. Also die sahen echt aus, als kämen sie direkt irgendwo aus der Hülle. Und die haben die übelsten Trommeln und auf irgendwelchen ausgedienten VW T4 Tanks als Trommel und da. So wie ich euch hier sehen, das muss irgendwo in der Schweiz oder so gewesen sein. Und noch was hier mit rechts. Ja, hier gibt die Bundesregierung 104 Millionen Euro gegen Nazis, geben die aus. Das ist der richtige Kampf. Ja. Reichsbürger haben sie wieder hier. Kampfhund, die Polizei hat den Kampfhund sichergestellt mit dem Reichsbürger. Und diesen ganzen Schwachsinn. Ich sag hier, auch wenn du wirklich so witzig aussiehst, und wir uns wirklich direkt dran erfreuen. So. Du, wir dürfen uns einfach nicht mehr mit dem Dreck beschäftigen. Wir waren so lustig drüber, über den ganzen Scheiß. Genau, wir dürfen uns einfach nicht mehr in Scheiße suhlen, sondern wir müssen nach oben gucken, wie. Nehmen Sie uns werfen. Der zweite Teil von Wolfgang Rettich, auch wenn er, wie gesagt, für mich irgendwie erstmal ermüdend war. Richtung Misthaufen. Wir müssen einfach den Kopf nicht in den Sand stecken, wo die Scheiße ist, sondern wir müssen uns orientieren, um etwas zu verändern, um etwas zu verbessern. Darum geht's. Sonst bleiben wir ewig kleben und regen uns oft über den Scheiß. Die Zeit der Aufklärung heißt ja, dass wir aufklären, aber die Zeit ist reif, wir können nicht mehr nur aufklären, das ist einfach zu anstrengend, nur einen Dreck zu buddeln. Soll man ruhig bleiben? Ich hoffe, ihr habt die Möglichkeit. Mann, das kann man einfach nicht mehr. Schnell, ja, dann haben sie ja wieder Kanal gesperrt hier von Heinz-Christian Tobler in Schweizer. Okay. Das ist unserem Land nicht mehr verfügbar und selbst immer die Videos, die kann man auch nicht mehr gucken. Also da kann man auch die Ländercodes wechseln, wie man will. Wieder Angst davor und davor und davor. Ja. Das muss gehen. Oder hier diesen Quatsch. Gericht untersagt Entlassung pädophiler Lehrer in Berlin. Schön, können Sie weiter tunneln, sitzen ja genau richtig. Kinderficker an die Macht. Nur noch Kinderficker. Kein Juckt. Kinderficker. Wie lange ist wahrscheinlich der eigene Kinderficker drin? Das ist keine Sache. Wird weitergemacht. Da fängt die Kinder auf die Straße oder so. Das wird doch gar nicht thematisiert. Kinderfickerei ist, das gehört dann dazu, sag ich jetzt da, so völlig normal. Was schon draußen mit Kindern halten würde. Ich weiß nicht, bitten die alle Kinder wahrscheinlich. Da ist gerade aus. Hier in Herford wurde das mit dem Kampf von Reichsburg und NRW, was? Also die Polizei in NRW würde den Kampf nicht mehr gewinnen, weil sie die Demko-Area sieht und so. Aber die wollen sie ja noch abziehen. Du musst das jetzt bekräftigen, wirklich. Kopf aus dem Sand stecken. Kopf aus dem Sand stecken. Den Hals recken und gucken, wo die Reise hingehen kann. Weil wir wissen, wie scheiße die Welt ist. Wir wollen sie auch irgendwann nicht mehr sehen. Immer weg damit, brauchen wir alles nie. Ist völlig falsch. Interessiert im Gegen. Treppenschubser. Das machen wir Deutschen ja auch, wird er jetzt so hantiert. Wir schubsen die Frauen nicht einfach so. Machen wir Deutschen so. Schlagen wir einfach aus Seite und Mühe machen, der Bordefresse. Machen wir alles. Genauso. Wie unsere Kulturbereicher. Weil die dürfen alles. Ja, jetzt sollen sie angeben, ich habe es gestern und heute gelesen, wie gesagt, die schreiben in der Liste, weil das hängt ihnen nur zum Hals raus. Angeblich sollen sie das Land jetzt schon verlassen haben und da ist schon Mist. Da wollen sie Anzeige gegen jemanden, der das Video ins Netz gestellt hat. Das muss ich mir vorstellen, diesen Schwachsinn. Ja, angeblich damit die Ermittlungen gefährdet hätte. Ja, ich weiß ja nicht, wie lange das nun schon her war, ob es überhaupt mal da schon kriegt. Aber es war ja wieder eine Deutsche, die Treppe runtergeflogen ist. Und so eine Kopftuchfalze runtergeflogen wäre, dann hätten sie wahrscheinlich. Alter, nee, das können wir nicht durchgehen lassen. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das ist mir eine schöne Sache. Nee. All wieder ein Riesengeschrei und Lichterkette und. Und warum soll ich mich eigentlich noch für euch interessieren, wenn es euch nicht interessiert? Ich bin ein Arsch an meine Lanze für die Leute, die es gar nicht wissen wollen. Jedes Mal. Jedes Mal mach ich mich.
Weser, wir wissen, dass die Scheiße nicht schmeckt. Also müssen wir was verändern. Hm? Genau. Ich bin jetzt im Lalli. Italienische Puppen machen. Achso, ich werde zu eher, weil meine. George, ja? lies mal was aus einem schönen Buch vor. Irgendwas, was dich inspiriert hat. Genau, Genussgenossen. Etwas. Ja. Wir müssen uns herausdenken. George, das wäre echt toll, wenn du den schönsten Punkt finden könntest in deinem Leben und uns den teilen. Irgendwas, ein schönes Gedicht, sagen wir mal, oder ein Bild oder irgendwas, was wirklich mit dir zu tun hat und was du als positiv empfunden hast. Weil mittlerweile ist es wirklich so, wir werden so vollgefrachtet mit negativer Energie, dass wir das Schöne schon nicht mehr sehen können. Und das Schöne ist so einfach, wenn man einfach mehrfach ist. Wir waren heute zum Beispiel mit einem Freund, der auch ein bisschen schwierig ist, aber mittlerweile ist er ganz cool unterwegs. Abby ist auch manchmal nicht wirklich so einfach. So, und wir haben heute einen wunderschönen Abend gehabt, obwohl wir uns mit Star Wars im Kino angeguckt haben. Das war schon wirklich toll. Das Schöne ist wirklich so manchmal so einfach so. Wenn ich zum Beispiel zur Arbeit laufe, momentan ist natürlich die Farben nicht mehr so schön, weil keine Farben mehr da sind. Die Blätter sind jetzt so braun. So. Aber trotzdem versuche ich immer, mich irgendwie einen schönen Punkt zu erwischen, so, um auch wieder aufzuwachen, weil ich sonst in meinen Gedanken ständig rattere und hängen bleibe. Sondern das Schöne, sozusagen dieses Negative, so würde ich es mal sagen, drückt uns in unseren eigenen Kopf hinein, in unseren eigenen Internetsache. Aber die Schönheit der Welt, die zieht uns wieder raus. Und es ist wichtig zu wissen, was für ihn schön oder was man mal schön gefunden hat. Und natürlich nicht irgendeine verflossene Liebe, weil dann kann man es nicht wiederholen, sondern irgendwas Einfaches, was ihn gut tut, was ein schönes Ding. Mach mal ein Tanzvideo. Naja, Tanz ist nicht so meins, ich sehe da auch bescheuert aus. Ja, aber irgendwas Positives muss man finden, um sich auch wieder an die an oder diese Welt zu koppeln. Ich wünsche mir eine Ruhmtour von Sachsen George. Eine Ruhmtour. Ruhm? Was ist das? Na, wo er mit der Kamera durch sein Zimmer geht und zu allem irgendwas erzählt. Ruhmtour. Ich fand die Schlüpperparade viel lustiger. Da habe ich wirklich mich gefreut über die Schlüpperparade. Ja, und sowas. Ich habe es mir angeguckt. Ich fand die gut. Ich fand das lustig, wirklich. War schön. Bei dem Bargeld abschaffen nur irgendwie. Das Chaos ist ja immer noch. Also nicht so, dass das da beendet wäre. In Venezuela fangen sie jetzt immer an, dann ziehen die 100 Nöten ein. Da haben sie die Grenzen dicht gemacht, dass die Geld noch von außen wieder zurückkommt. Also so kann man das Volk natürlich auch verarmen. Das Geld aus der Tasche ziehen. So wie es ja hier mit 500-Euro-Scheinen und was weiß ich denn. Ja, schon mal mehr abgenommen werden. Das ist ja hier. Mach eine bessere Heute-Show. Heute-Show ist nicht schön. Mach du es besser. Wo machen wir hier den tatsächlichen Mist? Wie gesagt, es kommt ja sowieso immer schlimmer. Was soll ich da also jetzt reden und reden und reden? Wir müssen es verwandeln. Wir müssen Zeit zum Rest geben. Es gibt keiner, der ja, uns davon abheben. Die oft gemacht sind. Die warten nur noch, dass es knallt. Ja. Und der Kai. Mein lieber Herr Sängsverein, die ganze Nummer läuft so, der knallt. Aber es könnte knallen nicht zu unseren Gunsten. Das will ich noch nicht mal so sagen, sondern es könnte knallen zu unseren Gunsten. Und dazu sollte auch eine gewisse Vorbereitung da sein, weil die andere Seite hat eine gewisse Vorbereitung. Und unsere Seite nicht nur Essen zählt, sondern im Prinzip wollen wir ja den Planet befrieden, sodass jeder da, wo er glücklich ist, und zwar zu Hause, da wo er hingehört. So, und dass alle in Frieden leben, und das ist jetzt kein Phänomen, was nur in Deutschland sein sollte. Ich kann nicht glücklich sein, wenn die anderen unglücklich sind, das funktioniert auf Dauer nicht. Und durch die Ausländer haben wir den Bumerang jetzt erfahren, praktisch, dass natürlich durch die Unterdrückung, die da herrscht, die Neger haben einen Vertrag an der Backe, wo sie wirklich nicht rauskommen aus der Nummer und die müssen billige Importe hinnehmen. Die werden zugeschissen mit Westware. Stopp, ich will das nicht hören. Das ist bist du auch jetzt scheiße. Ja. Ich möchte nur was sagen. Ich möchte jetzt auch was sagen. Seiten, zum Thema Seiten, ja.
linke Seite, rechte Seite, zwei Seiten einer Medaille. Das sind einfach nur zwei Seiten auf einer Geige, die schwingen können. Und zwei verschiedene Töne. Und die sind besser als ein Ton. Denn mit zwei Tönen kannst du schon ein Lied machen. Mit einem Ton wird es schwierig. Es sind zwei Menschen, die sich zusammentun und ein Lied singen. Genau, über Überlagerungsprozess. Wir machen gerade bei Abby auf ihrem Kanal das Experiment einer neuen Sprache. So. Und ich glaube, wir sollten einfach viel mehr in Dialog treten einfach. Und ich sehe das hier mit den Livestreams, wie die Dinge heißen, finde ich irgendwie, das hat einen asozialen Touch, sage ich mal einfach. Ich habe hier, du magst Knacki Deluxe, so weil ich es gesehen habe, aber ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann nicht, nee, will ich nicht. Und wir probieren einfach was aus, mal gucken, damit man miteinander im Dialog oder im Trialog, im Multilook, kommt, dass es einfach miteinander funktioniert, dass man, weil das deprimiert mich schon ein bisschen, mein Lieber, so. Bis 11:31 bin ich jetzt schon ein bisschen geknickt, also es ging recht fix. Ich kenne das. Ich muss weiterreden. Was soll ich denn gerade sagen? Schorsch, nimm mal deine Brille ab, ich möchte mal deine Augen sehen. Das ist wichtig. Auch mal spannend, ja. Nicht, dass du einschläfst, wie Rums. Ich hatte als Kind, also wirklich als kleines Kind, echt Angst vor Männern mit Brille. Also wirklich. Vielleicht bist du dann noch ein ganz anderer, vielleicht siehst du es dann auch mit anderen, mit deinen eigenen Augen. Ne? Nicht mit der Leseprothese. Ich muss jetzt ausmachen, weil es zu viel eigene Worte jetzt auf dich hatte. Das geht genau darum, mein lieber Sachsen-Schorsch. Du bist ein Nordi, genauso wie ich. Du kommst aus der Region, wo es damals eine Regel gab. Wir haben in unserem Glauben gehabt, dass wir auf diese Welt gekommen sind als Belohnung. Als Belohnung dafür, dass wir im Himmelsreich etwas sehr Gutes gemacht haben. Wir sind als Belohnung hergekommen. Und was machen Männer gerne? Saufen, fressen und das Schlagen war das Problem. Wir müssen immer einen Schwanzvergleich machen und das war dann, hat zu Kriegen geführt. So. Aber in dem Sinne ist es Vergnügen und es ist ein Bonuslevel. Das ist unsere heilige Pflicht, dass wir in diesem Leben das Positive mitnehmen. Wenn du mit bleierner Schwere gehst, wird sich das auf dein nächstes Leben genauso auswirken. Und dann musst du da immer wieder dich in diese Bewegung setzen und müssen wir uns nicht antun. Leichtigkeit des Herzens und den richtigen Blick aufs Leben, sodass man nicht total versauert, ist oft eine Lebensgrundlage, weil sonst, man muss pfeifend durch die Hölle gehen, damit man weiß, dass man auch wieder irgendwo neu ankommt. Und das Leben lohnt sich zu leben, das Leben ist schön. Und wir haben es bloß einfach verlernt, durch die Scheiße dieser Welt gut zu leben, das ist wirklich so. Kann ich nicht, geht nicht mehr. Weil ich gar keinen Sinn mehr sehe, hier irgendwas zu vergnügen. Weil auch rausgehen, mit dem ist es schon behalten. Wie gesagt, alles war schon belangt und es gibt gar kein Interesse mehr. Deswegen dann, hier. Deswegen Internet Deluxe mit uns allen. Ja. Weil du kannst dir deine Leute aussuchen und es ist safer Communication, genau. Safer Sex. Also man kann dir nicht, genau, man kann sich nicht, keine Ahnung, in blöde Situationen kommen. Ansonsten muss man halt den anderen wegnicken oder was auch immer. Aber zumindest finde ich das sehr wichtig und das macht auch Spaß beim Zugucken und das würde dich auch aufbauen, denke ich mal. Ich schweige, um mich denn zu verknüpfen. Mach mal Zitrone in dein Wasser. Zitrone ist wirklich lecker, sonst kriegt Wasser nicht runter. Ja. Viele Leute merken, wie man dann sagt, du ist eigentlich schon aufgefallen, dass wenn du losläufst, man kaum noch Luft kriegt, dass man also völlig fertig ist, wo ich noch geraucht habe und keinen Sport gemacht habe. Gehen die Leute auf der Straße eigentlich absichtlich so langsam. Blablabla, wollen sie verhindern, dass wir vorwärts kommen. Manchmal könnte man meinen, ihr blöden Schlender, mehr Absicht. Danke.
Ständig halten sie an und müssen Luft holen. Ständig halten sie an und müssen Luft holen. Ständig halten sie an und müssen Luft holen. Ständig halten sie an. Tokotronic, gehen die Leute auf die Straße? Ach ja, Tokotronic kann ich nicht empfehlen, ist nicht meine Musik. Aber bei der Musikeinlage, oder? Ja, dann schnappst du die Treppen runter zum Briefkasten und kommst wieder hoch und dein Herz schlägt dir bis sonst noch hin und du kriegst kaum Luft. Wenn du es den anderen sagst, ach nee, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Bewegung. Ein bisschen fix und fertig und merkt, dass man richtig bis runter atmen, richtig tief einatmen kann, aber irgendwie reicht der Sauerstoff ja halt nicht. Also ich weiß nicht, wegen Schwitzen oder wahrscheinlich nicht, wie ich weiß. Interessiert doch keinen. Interessiert doch einfach nicht mehr. Jetzt wollen sie wieder 4000 US-Soldaten nach Polen, dann im Januar geht das los. Also von wegen der Trump macht keinen Krieg, da würde er ja die Soldaten nach Polen schicken. Ja. Für alle Trump-Jubler, das wird weiter schön weiter betrieben. Logisch. So, wir hatten fett gestern noch Leitzins erhöht, da wird noch mal abwarten, was passiert. Dann hoffe ich dann endlich, dass endlich mal was passiert. Jeden Tag dieselbe Scheiße. Man hat auch gar kein Interesse mehr, dieses System oder irgendwas zu investieren. Das lohnt sich auch gar nicht. Weil man weiß ja, dass es geht. Und man weiß, dass der Abbruch kommen muss, nur die Frage wann. Und bis dahin durchhalten ist wirklich ein schweres Stück Arbeit. Weil dann kann man nicht loslegen, dann kann man kämpfen, dann kann man machen, dann kann man tun. Ja? Aber man kann ja AfD investieren, in keinem, was weiß ich was. Irgendwelche anderen Scheinoppositionen hier, wie die Europäische Aktion oder so ein Quatsch, Identitäre, Pegida, kann man einfach alles nicht mehr machen. Aber man kriegt ja die Leute dort einfach nicht weg. Ja. Und dieses Scheißsystem kann ich gehen, weil jeder krampfhaft festhält. Keiner lässt den Mist endlich mal los, dass es gehen kann. Ja. Und solange immer noch der Großteil der Masse in diesem System mitmacht, wird es nicht gehen. Das ist ja logisch. Weil so lange funktionieren die Systeme, wenn man so ein Kind gar nicht tun oder muss wählen gehen, da war jetzt wieder irgendwo bei Lüberstöbe die Diskussion. Ehrlich, man kriegt es nicht in die dummen Schädel, kriegt man es nicht rein, das ist einfach unmöglich. Die Leute sind einfach so beschränkt in ihrem Denken, die wollen gar nicht mehr und die können sich gar nichts anderes mehr vorstellen. Singt schon, er singt doch schon. Wichtiger ist die kritische Masse. Und das Erstaunliche ist, das System hilft uns dabei, dass einfach viele einfach sehr, sagen wir mal, die Ausländer haben uns wirklich geholfen dabei, dass wir plötzlich mitkriegen und darüber nachdenken, was mit hier los ist. So. Dass diese parlamentarische Diktatur, Demokratie, natürlich die Diktatur des Geldes ist, sehr klar. So. Aber das ist uns vorher allen nicht aufgefallen. Und denen, die jetzt so langsam aber sicher auffällt, denken so, oh Gott, ich bin in der Falle, ich weiß nicht, was ich machen soll. Einerseits muss ich jeden Tag zur Arbeit tun und andererseits weiß ich, dass das System scheiße ist. So. Aber gleichzeitig, wenn es einfach nur knallt, was soll da Positives rauskommen? Irgendein Wegweiser wird uns schon durch die Krise führen und im schlimmsten Fall die Falschen. Deswegen muss man sich schon vorher seinen Kompass gut stellen, in welche Richtung man eigentlich will, weil dieses System wird langsam scheinbar zusammenbrechen und irgendwie die Schafe hin und her hetzen. So, und wir sind keine Schafe. Und ein Bibelspruch, ich glaube, ich weiß ja nicht, ob der in der Bibel steht, aber seht, ich sende euch wie die blökenden Schafe unter die Wolfsherde. Genau das ist es. Wir sind Schafe und Wolfe. Auf das ihr Löwen werdet. So, darum geht's. Dieser Druck, der gerade im System ist, hilft uns, zu Löwen zu werden. Und ein Schaf kann angreifen. Das ist kein Quatsch. Und es wird richtig finster, weil so eine große Herde, die einfach erstmal in Bewegung ist, tritt alles nieder. Und da ist kein Kraut gegengewachsen. Aber eben, es dauert noch ein bisschen und wir wollen ja was Positives und das System lässt uns die Zeit, zum Glück lässt uns die Zeit einfach, dass die kritische Masse erreicht ist, irgendwann. Was will man mit solchen Menschen eine Zukunft aufbauen, die gar keine Zukunftsfantasien haben, die immer an dem alten Dreck festhalten müssen und versuchen, dort noch zu kicken?
Masse, die ordentlich verblödet ist und verstackt ist, geht's ja auch nicht vorwärts. Und manchmal habe ich wirklich die Meinung, Gott hat uns verlassen. Also, das geht ja nicht anders. Durch die Borde immer an die Türken, habe ich ja schon mal gesagt. Hey, das ist ja alles. Kacke. Was wen interessiert es eigentlich? Achso, wir können uns selber noch lesen. Wein interessiert. Tja. Wein. Wein interessiert es auch. Jo. Ich bin ja ehrlich, ich hab im Moment weder einen Hund noch sonst was. Ich bin froh, wenn ich im Moment meine Ruhe hab. Setz mal deine schwarze Brille ab und sauer macht lustig. Okay, ne, ich da Eier geht. Diesen Mist nicht lesen muss, nicht zurückziehen ist momentan vielleicht dann doch das Gescheitere. Mal gucken, ob ich nächste Woche dann nochmal so einen Gedanken mache oder was soll ich doch noch ausgewöhnlich. Das ist komisch. Hoffentlich schön nochmal die Tiere, dass das überhaupt passiert. Wir werden wieder Weihnachten erleben und Silvester erleben und wahrscheinlich nächstes Jahr die Beutesaison am Rund erleben. Das wird alles schön. Es blubbert so vor sich hin. Es ist ein Gericht, was lange garen muss, dass wir Löwen werden. Darum jetzt geht wirklich genau darum, dass es im Prinzip uns anregt, etwas zu tun. Darum langsam köcheln. Und dieser Totalzusammenbruch kommt wirklich Stück für Stück. Und umso mehr Zeit wir haben, umso besser ist es erstmal. Aber der Druck muss da sein. Ohne Druck und Hitze geht's nicht. Das werden wir alles wahrscheinlich so lange erleben, bis dann wirklich die Deutschen, die Exilien sind im eigenen Land. Weil selbst da wird es niemand mehr jucken. Weil dann ist es eh zu spät. Wie gesagt, umdenken will niemand. Und die paar Einzelnen, die hier, wir schaffen es nicht, das wird darum zerreißen. Wenn man dann immer eigentlich noch versuchen will, die Hoffnung zu geben, dass man hier von außen, also unserem eigenen Volk, die Hilfe hat, dann ist das ja noch lächerlicher und noch bescheuerter. Dann jedes Jahr der Halt. Ich bin Deutscher, wirklich. Dann jedes Jahr durchs Dorf getrieben wird. Dann ja Jesus gehört, sondern das wird dann wieder lächerlich gemacht. Also irgendwo, die da hinspiegelt, ich habe einen Moment von unserer letzten. Wo sind die Religionen, die da gehen? Das alle, die an Odin glauben und hier warten mit dem T-Shirt in ihren Jesus und setzen so die Blume weg, Spinner sind. Ja, du, wo ich schon mal erklärt habe, der Jesus ist irgendwas der Sohn Gottes. Und da kannst du nie alleine machen, wenn alle wieder Jesus ist, aber die Bibel, der eine Seite ist die Kirche, das katholische Böse, das satanische, ja, die nehmen aber dasselbe Buch wie ihr, ja, das jüdische Buch dort namens Bibel, das nehmen die Satanisten und die Leute zu, und ihr glaubt dann aber das, also, was nun, ehrlich. Leute, mit den Christen ist es wirklich auch so, dass die einfach auf den genagelten Jesus stehen und nicht auf den lebendigen. Und vieles wurde einmal wirklich satanisch umgedreht, aber nicht alles. Eine Kernbotschaft ist geblieben. Und darum jetzt sozusagen zu erkennen, dass es nicht ein Mann machen kann, sondern dass der wäre nie am Kreuz gestorben, wäre noch ein bisschen mehr dabei gewesen. Hm? Und ein Mann kann es nicht richten, sondern wir sind ein Schwarm, wirklich, ohne geht's nicht. Weil der Messias wird nicht als eine Person kommen, sondern als Idee, die Idee. Und um mehr geht's nicht. Das ist der Christusgeist. Genau, der Geist Christi wurde ausgeschüttet an euch Christen. Weil wirklich so ist, dass es einfach viele betreffen wird. Und hier im christlichen Abendland sind bestimmte Faktoren gelegt, wie eben der Humanismus, den ich als sehr, sehr wichtig einschätze. Einfach. Wir können sie nicht alle totschlagen, das geht nicht. Funktioniert nicht. Wir müssen Gerechtigkeit nicht mit Rache verwechseln. Das funktioniert alles nicht mehr. Einfach Harmonie ist eigentlich Gerechtigkeit. Ohne Harmonie geht es nicht. Wenn man einfach nur die, die aus dem kaputten System aggressiv ausbrechen, bestraft, ist es einfach bescheuert. Harmonie. Harmonie, ja. Ist deine Strategie. Harmonie ist deine Strategie, Tomotronik. Ja, genau.
Nein, die Texte sind gut, aber den Gesang macht Texte, ja keinen. Wenn ich dir das vorsinge, so dann hörst du es ja bestimmt an. Das ist eher, wahrscheinlich eher als bei Tokotronen. Ja, ja. Ich kann die Stimme und diese Leiere einfach nicht ertragen. Ja, ja, das ist ein sehr weiblicher. Boah, das ist einfach grauslich leicherlich. Ich mach ganz ehrlich. Und wenn ihr alle nur wieder Jesus hinterher rennt, wenn es dann losgeht, habt ihr auch wieder keine Zeit, weil wir so belastet. Unsere nordischen Götter hier machen diesen. Also kommen jetzt die Bibelquart schon wieder dazu. Es ist nur der Kaiserreich, komm. Wir haben zusammen gebetet und zwar im Stehen. Das war unsere Tugend, das war unser Gebet. Weil wir nun mal so sind, wie wir sind, wir Nordischen. Ich will auch noch was sagen. Wir sind erst bei 17 Minuten, 55. Oh, jetzt haben wir schon Schorsch, du schenkst uns eine halbe Stunde. Und wir machen daraus viel mehr für uns. Also deine halbe Stunde ergibt für uns so und so viel Zeit, so und so viel schöne Zeit mit dir zusammen. Ja? Genau, und ich darf morgen arbeiten und sollte eigentlich pünktlich sein, mal sehen, ob das klappt. Ja, und du bekommst auch schöne Zeit geschenkt. Genau, Zeit ist schön. Schöne Zeit schenken. Ja. Man kann gar nicht vorwärts gehen, es ist völlig unmöglich. Jemand hat Gott in sich, da brauche ich kein Buch dazu. Ja. Aber nee, das ist viel zu einfach. Denk um, um Gottes Willen. Ich muss an Jesus glauben, sonst ist nie. Wenn ich an irgendwas glaube, bin ich ein Idiot. Bist du auch gerade an den Christen verzweifelt, ja? Ein bisschen egoistisch. Wieso bauen die eine Mauer auf? Ja? Ich meine, versteht auch nicht. Man kann nicht einfach nur dann glauben und sagen, das ist der einzige tolle Glaube. Bin ich auch ja nicht scharf drauf, muss ich sagen. Aber trotzdem ist man dran. Die Grundidee hat sich durchgesetzt. Aber man muss ein bisschen neu machen halt alles. Wenn man nur eine schwarze Sonne nicht angeblich kein Licht ausstrahlt, der hat immer noch nichts verstanden. Aber Quatsch, leider blöd. Das ist es. Könnt ihr alles machen. Schwarze Sonne hat er erwähnt. Und wenn man das blödige Quatsch unter meinen Videos auf der Eier geht, schalte ich die Kommentare nur einfach ab oder schlösche den ganzen Listen am Ende. Ich will nicht mehr. Echt. Man kann auf keinen Nenner kommen. Es geht einfach nicht. Weil immer irgendein Eber dann irgendein was hineinschmeißt und den anderen jetzt auf die Donne haut. Es ist schon so drin, das ist einfach unglaublich. Und ich lese ja nur viele die Kommentare auch unter anderen Videos. Also, auf den gleichen Nenner kommen, ja? Ist ja in der Multiplikation wichtig. Ja, du musst einmal manchmal, das geht auch von dir aus so einfach. Sag mal, du musst einen Kern finden, der wichtig ist. Und gucken, ob ein anderer das auch hat. Aber das muss man halt zusammenstreuen. So, sich anpingen. Das machen wir gerade. Wir pingen uns an. Wir schwingen uns hoch, so sagen wir mal. Und wenn man alleine ist, dann kann man in der Bude wirklich, ja, dann fällt mir der Himmel auf den Kopf. Wirklich? Ja. Sonst wird es echt zu lang. Zu schwer. Ja, und zu schwer. Wir können also nie vorwärts kommen. Es ist völlig unbedingt. Wir entschärfen das. Jedes Mal, wenn irgendwas Negatives, eine negative Schwingung von dort kommt, reden wir kurz drüber, verwandeln das in was Positives und dann kann es weitergehen. Dann haben wir wieder Energie für die nächste Ladung, die uns jetzt entgegen. Je länger das Video dauert, umso krasser ist der Inhalt. Wir müssen wir jetzt noch so weiter ruschen, müssen wir irgendwo durch, da dauert es vielleicht noch ein Jahr. Mein Gott, was soll's? Muss man eben noch hier in diesen Mist ertragen hier, weil im Keller. Ja, damit das System dann auf dem natürlichen Ende sei, auf dem natürlichen Weg sein Ende findet. Ja, also ziehen wir es noch ein bisschen raus. Also gesagt, man zieht es ja damit dann noch ein bisschen raus, anstatt bei sich. Ja, wir brauchen keine Volksabstimmung mit den anderen. Doch! Ja, also ich sage, wenn ich das zum tausendsten Mal erklären würde, dass man da zuerst schon mal einen funktionierenden Staat bräuchte, mit einer funktionierenden Regierungsform oder Gesellschaftsform. Brauchst du, was willst du in dem Konzentrationslager mit einer Volksabstimmung? Darf ich dir mal kurz sagen, der Zeitraum, in der er von der Volksabstimmung sprach, war von 19 Minuten 32, 33 bis jetzt 19 Minuten 45. Ja, dann dein nächster Lagermeister wird hier die Lagerverwaltung. Quatsch. Nee, wir müssen uns auf etwas einigen und das geht nur durch Abstimmung. Darum geht's, den anderen Kern durch Multiplikation zu finden. Und die Summe ist mehr wie seine. Die Summe ist immer mehr wie seine Teile. Abstimmen, vielleicht eher sich finden, sich zueinander gesellen, ja? Ja, erstmal als Anfang. Erstmal das. Und dann
die, die sich finden und gesellen, die haben ja sowieso schon einen gleichen Nenner. Ich werde mal eine ganz wichtige Märchenstunde halten. Da werde ich eine Geschichte erzählen, wie der ganze Spaß angefangen hat. Vielleicht, weil ja immer alle die Ursachen ergründen wollen, erzähl einfach mal eine Geschichte, die sich vor sehr, sehr langer Zeit zugetragen hat. Vielleicht werden da einige Sachen klarer. Aber wenn es schon wieder einer sagt, ich bin so, ja, ich bin so negativ, weil es ist momentan die Stimmung und ich habe satt immer hier die Lachklauen einzuhängen. Ja, es ist alles gut. Sieht aber geil aus, Vera Birkenbiel, ohne Scheiß, eine Minute grinsen. Und das vor dem Spiegel, du kennst nicht. Irgendwann bekommst du Glücksgefühle, allein durch die Muskeln, die aktiviert werden. Vor dem Spiegel, das ist entsteht eine Reaktion im Körper. Ich musste lernen, mir ging es so scheiße eine Weile, da habe ich gemerkt, dass ich ein Jahr lang nicht gelacht habe. Und da habe ich dann wirklich begriffen, dass ich was machen muss. Und dann habe ich das einfach vor dem Spiegel geübt, weil einfach mein System runtergefahren war. Da war nicht mehr viel. Die Welt wird schön. Ja. 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 Ja! 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 Man kann nicht immer nur dieses Bild von der Eierkuchen wäschen. Ja, wenn er wieder über den Kopf kommt, ich muss auch nicht scheißen, muss ich auf ins Zimmer gehen. Naja, ist ja froh. Das ist froh, wenn man verstopft, wo man muss nicht sterben. Hock dich mal auf deine Klobrille und mach's mal am Hocken. Kacke mal in der Hocke, mach ich jeden Morgen. Ansonsten muss ich auch. Ja, nicht so einfach. Weihnachten habe ich auch keine Lust mehr, das ist schon nicht das geringste bisschen. Ja. Das stelle ich eigentlich nur hin. Ja. Der schöne Schein, nicht? Was er tun, als ob. Du bist da. Ja. Wenn man uns immer Dinge aufzeigt, wie die Ungereimtheiten hier bei dem Mordfall Maria L. Oh, du bist schon wieder so tief. Die greifen das gar nicht auf, da wird weiter geredet und weiter und da wird gar nicht mehr hingewiesen. Oder mit Köln, das Theater mit Silvester in Köln, es gibt nicht ein Foto, nicht eine Kamera. Und das in den Zeitalter, wo ihr mit diesen Traumdänzern da draußen jeder noch ein Handy besitzt. Und es fällt dir auf und da wird weitergemacht und ja, und das hat stark gewonnen, da ist. Und wenn man dann mal sagt, ist man noch der Idiot, wenn man da noch darauf hinweist, dass es vielleicht gar nicht stattgefunden hat. Weil wenn die Meldung der Streifjahr brauchte, bis irgendwann mal rauskommt und die dann noch. Es geht ja darum, den Informationskrieg, du brauchst keine wahren Opfer. Um einfach dieses Gefühl, wir funktionieren, wir haben schon immer so funktioniert wie Menschen. In Krisensituationen sind wir zusammengeruckt. Das hat uns das Überleben gesichert und genau das ist das Gericht, so, das ist die Temperatur, die wir brauchen. Wir brauchen einfach das Gefühl, praktisch bedroht zu sein, um zusammenzurücken, weil die Kette ist fertig. Und wenn wir die ja zusammenrücken, die muss sozusagen dann wieder nur zusammengefügt werden. Die Kette ist fertig, sie muss nur noch zusammengefügt werden. Haben sie die Geschichte erfunden wieder, um die Stimmung anzuheizen, um wieder irgendwelchen anderen Gesetzmist durchzubringen und ach, ist der Geier was. Und das kann man hier erzählen und da kriegt man vorgehen sein. Ja, wenn man auf die Ungereimtheiten nur noch hinweist, das ist nichts Kind. Tja, meine Lieben, ich weiß es nicht. Ja, was man. Ich kann ja nur noch sagen, durchhalten, wir müssen durchhalten, aber die Lage noch so schlecht wird, weil es bleibt uns ja faktisch ja gar nicht anders übrig. Praktisch. Ja, wir müssen den Dreck ertragen, aber vielleicht wäre ich das mit den Schlagzeilen noch okay, aber weil es hält ihn ja jeden Tag immer mehr. Ja, das ist geistige Pinschiss, der ja da verbreitet wird. Ja, also wirklich, da gibt es ja wirklich noch Leute, die sich mit diesen Pinschiss oder einfach beschäftigen. Ja, die das auswerten und analysieren und machen und tun, ja, das ist ja. Die rücken einfach nach.
Wir sind später aufgewacht im Rücken nach und das wir es anrufen. Also erstmal aufregen, wenn wir dazu. Was haben wir erzählt? Man immer an dem alten Mist festhält. Da fangen wir einfach ab, wir hören die ab. Da werden wir es wahrscheinlich wieder vorüber. Wenn du es dann noch sorgst, dass du ja dann auch niemand, weil dann muss es nicht verzichten. Und verzichten will ja niemand auf was. Also es soll schon schön auf meinem Sofa bleiben und es soll schön dann, ja, gesetzlich geändert werden, ja, die ja auch eben, die denken, dass man alles auf dem friedlichen Weg ändern können, ja, so bescheuert. Den Zoll muss man ja den Leuten dann auch ziehen, oder so in hey, wir haben eine Ostrevolution, erinnere dich daran. Ja. Es geht einfach um Symbole, es geht um Einigkeit und es geht einfach dadurch, Kraft zu schöpfen durch Einigung. Das ist wichtig. Und die Ostrevolution war, wir sind das Volk und wir haben was zu sagen, müsste man eigentlich sagen. Das würde ausreichen, wenn man das einfach als Slogan immer wieder irgendwie wiederholt. Im Prinzip, man braucht einfach eine Idee, mehr nicht. Und die muss sich einfach immer wiederholen. Und unser Körper muss fit sein. Wir brauchen einen gesunden Körper. Das ist wichtig. Mach mal einen Handstand. Du bist ein ganzer Mensch, dann siehst du die Welt auch mal auf dem Kopf stehen. Weil Abby, die hat einen Handstand gemacht in dem Video. Also ja, schau dir Film 0002 an. Schon ein paar Videos zurück. In Sepia oder irgendeiner Farbgebung. Kannst du mich nackig sehen? Ja, so kann man nicht sagen. Komm. Ja, guck mal weiter, sonst wird es echt zu lang. Ich muss mal raus. Was geht denn anders? Da ihr ja im friedlichen Sinne, da ihr ja nie begreifen wollt, da ihr nie umdenken wollt, kann es nur bis zum Äußersten gehen. Bis zum total zusammen. Das ist so günstig. Das ist doch schon. Aufgewacht sind, die in der Schöpfung sind, ja, egal welche Rasse, welche Volk ist, sonst welcher Zugehörigkeit. Ist das vielleicht sehr angegriffen? Bei mir ja, ich trinke immer mein Zitrat. Das ist Poldi. Kennst du Poldi? Kennst du Poldi noch? Tja. Hey, du Spencer. Ja. Naja. Ja. Ich würde sagen, machen wir Schluss, weil ich habe nicht mit dem Lust dazu so richtig. Aber das muss ich uns nicht machen, das ist ganz einfach. Ich stelle das einfach mal machen, wie es schief, wenn wir ja selber. Ja. Oder ob ich mich dann in Zukunft nur noch melde, wenn es wirklich, sag ich mal, jetzt gravierende Veränderungen gibt. Ja, und mach das mal. Nachdenken soll oder was Beachtung finden soll, so, dass man sich irgendwie jeden Tag mehr mit dem Länder bis reinziehen lässt, sondern wirklich nur noch das mitnehmen, wenn es dann noch. Oh. Aus meiner Sicht natürlich relevant ist, weil, wie gesagt, das ärgert ihn ja mehr als alles andere. Ja, da kann man den ganzen Quatsch überlesen, wo man da hingucken oder nicht mehr machen. Hey, aber nicht hingucken. Der Trick ist, den Blick abzuwenden. Ich hatte mal eine ziemlich heftige Depression, konnte nicht aus dem Haus und habe mich einfach zwingen müssen, weil ich Hunger hatte. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, na, dann tust du mit Stil und Anstand. Und habe einfach gedacht, okay, was kann schon passieren? Also ich habe es bis zum Bäcker geschafft, ist nicht viel bei mir, 6-7 Minuten oder so war damals. Und habe mich einfach dazu gezwungen, mir das Schöne anzugucken, weil ich auch Angst hatte vor diesen Hongs, die überall rumgerannt sind zu dem Zeitpunkt. So hat sich das für mich angefühlt. Mir ein paar Mal Dröscher angeboten haben, jeweils war das auch vorher eine krasse Zeit. So hatte ich mich zurückgezogen, ziemlich, und dann habe ich mich einfach gezwungen, auf das Schönste zu gucken, was ich gesehen habe. Auf die Weise habe ich auch Frauenärsche oft betrachtet und so weiter. Und das war dann eigentlich immer schön. So, also ich habe mich einfach zum Blickwenden gezwungen zum Anfang und das hat funktioniert. Wenn man einfach nur die Scheiße sehen will, tut man das. Das ist eine Fixierung. Und wenn man einfach einen Blick abwendet, was Schönes sieht, macht das was anderes mit einem. Also sonst ging es damals nicht mehr. Einfach eine krasse Zeit. Um den Blödsinn zu erfassen, weil es ist bei... Zieh mal eine Farbe an. Kleine, Farben heilen. Kleine Veränderungen sind wirklich echt toll. Einfach mal gucken, was passiert. Mach
man mit der Arbeit sogar noch Deutsch dümmst. Okay. Wo ich das gelesen habe, ich gedacht, nee, bitte nicht. Zähler, jetzt erinnert er mich plötzlich an Gandalf. Ja. Wo du jetzt sagst, er hat jetzt Gandalf-Style. Ist ja echt lustig. Jetzt fällt es mir gerade auf. Ja, als ob den Russen die böckischen BRD-Dünsel interessieren würden. Ja. Wegen der falschen Bundestagswahl haben sie jetzt schon Angst, weil ja angehen der USA auch und so zugunsten Trumps. Und da haben die Heinis ja Angst, dass ja, also diese, ich weiß nicht, die halten sich für das, die Hybris, ja, die denken, die sind wichtig, das sind nur Handlanger. Nur böckische Handlanger, die eh nichts zu melden haben, aber der Russe will dann spionieren, als ob der nicht anders zu tun hätte. Also, und so ist ein Mist. Oh Gott, das gibt Kopfschmerzen. Vögel auf der Stirn. Vögel auf der Stirn. Der Wahnsinn wird eigentlich in den Reden kommt. Okay, ich habe also das Gefühl, je mehr Wahnsinn würdest du, wen schon interessiert das die Leute? Also nicht in der Form, dass sie nur endlich mal loslassen würden, sondern umso mehr machen die, glaube ich, noch zu, habe ich sonst einen Eindruck, ich weiß es auch nicht. Also, ja, wahrscheinlich, weil die Welt jeden Tag mehr bröckelt, aber das sehen will man das dann auch nie und ach, ich komme einfach nicht mehr mit, wie gesagt. Den hat auch der Vollmond erwischt, ne? So fühlt sich für mich an. Du hast echt einen harten Vollmond und hinter dir. Ich hab's auch so echt. War richtig krass. Ja, ne? Ja, so schwer. Ich denke, dass ich so wenig Kontakt möglich zu anderen Menschen brauche, wenn es so notwendig ist, beziehungsweise die auf mich zukommen, vielleicht. Ja. Außer die hier wieder über Skype reden wollen, meine Privatnachrichten schicken. Nee, ich finde Skype auch blöd. Ja. Will ich nie, brauche ich nie. Hält ihr bloß ab, die können wir gerne in einer Hinweis, können wir alle nutzen. Ja, aber ich werde mich nie, wenn jemand kommt, heute mal abhalten lassen, wieder verzetteln und wieder machen, und dann ist das was so, aber wieder falsch, wie gesagt, das habe ich ja schon zweimal gehabt. Zweimal bin ich auf selbst eingegangen und dann per E-Mail und es war dann immer alles falsch. Also lass ich, es sind nur Leute, die ihn selber abhalten wollen. Also, in verstricken und festhalten, dass man weiterkommt. Und das will ich nun. Ja. Und ich mache auch keinen Live-Chat über den euren Spiegel. Wenn du das gerne machen willst, kannst du das gerne tun, man kann sich über teilen. Ich halte Live-Chat auch für keine gute Lösung. Darf nicht verkommen. Darf einfach nicht verkommen, dass man einfach irritiert ist. Die einen schreiben, dann spricht man auch mit anderen Leuten so. Also es ist zu viel mit EMA, das verkommt einfach ins Irrwitzige. Ich finde das nicht so das Optimum. Ich habe mir mehrere Live-Chats angeguckt und ich finde das irgendwie, das hat was, aber das hat keine Größe, das verkommt einfach. Ich mache sowas nicht weiter rum. Hat aber keinen Sinn, wie gesagt, das hat man ja bei Wolfgang Rettich gesehen, was da rauskommt. Das ist der tolle Chaos, der schreibt sein Müll und wenn du nicht. Genau, das meine ich. Das funktioniert so nicht, das geht nicht. Gerade weil so viele eingeladen sind, Müll zu fabrizieren. So. Und das kann man auch anders lösen. Moderator noch dazu hast, da sind der Start und Block, dann beschweren sich wieder die, die dann geblockt wurden, dann wollen sie dann gar nicht und dann ist das ganze Theater, das ich weiß nicht mehr antun. Um Gottes Willen. Keine Lust, ja, oder Skype-Konfi. Mach ich nicht. Ich mache hier so mal mein Video, quatsch mir mein Mist von der Seele und dann. Privat können wir das. Ich mache das ohne um euch zu gefallen, ja, also weil ja dann manche der Meinung sind, dann müsste ich ja die Aussprache verbessern. Und okay. Oh, behaltet sächsische, ich finde cool. Ich bin ich. Wenn es nicht ist, ist es mein Kanal, dann mache ich, was ich will. Ja. Und entweder ich finde welche Titel sagen, okay, das ist ja auch so meine Stimmung und immer. Oder nee. Wenn mein Video zu grieselig ist, mein Ton zu leise, meine Frisur zu schlecht, meine Aussprache zu sächsisch, dann kann ich das nicht. Genau richtig. Ja, ich mache es nie, um euch zu gefallen oder euch zu unterhalten, ja, wenn ihr euch unterhalten fühlt. Ist aber. Ich nicht davon. Ich mache es für mich in erster Linie.
Verlischten Asteroide. Entweder ich finde dazu meine Zuschauer oder ich finde sie beziehungsweise abonnieren. Weißt du da, du kannst dich da ja nicht beschweren, mein Lieber. Es sind ja genug Tausende von Kanälen auf YouTube. Ja, für einen oder anderen da noch das Bessere dabei sein. Ja. Und die eben von mir das schon wollen, was sie gerne hätten, also damit es schön klingt, dass ich genug Kanäle, die euch das erzählen, wie es schön ist, aber nicht das erzählen, wie es wirklich ist. Da haben wir uns besser sein. Ja, wie es besser sein. Wir sollten schon ein bisschen träumen, das ist schon wichtig. Wir sind noch Träumer. Ein bisschen Spinnerei. Dichter und Denker. Ja, wir sind dichter und Denker. Genau, wir sind dichter und Denker. Lass uns dicht sein für. Du denkst, du bist dicht? Haha, gut, aber dichter. Ja. Das ist auch schon durch. Schönen Tag. Mit uns Sorgen machen, das Licht aus. Ich war ja nicht da. Geht bei manchen eh nicht mehr an, meine Lieben. Ja. Das war das Letzte. Schorsch, das war das Letzte mit dir. Und ich sage, das war so endgültig noch rein, weil in der Bayern Stimme immer noch schlecht ist. Das mehr dann. Ja, naja. Es war im Teil immer ein bisschen was anderes, aber wie gesagt, ich habe irgendwie immer Lust, und das müssen wir auch immer rauslassen. Da sage ich vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja. Und da werden wir sehen, wie das verläuft, ob man so beibehalten kann. Ob ich da wirklich nur, wenn es denn mal was gäbe, um dann wieder was zu berichten würde, ja, die ganz anderen Grüße müssen wir nehmen. Ja, immer aufeinander klappen. Da muss man immer den Senf dazugeben zu diesem allgemeinen Blödsinn, den finden wir ja selber gesagt. Ja, und allen möglichen Mainstream-Influg da immer das geballt zusammengefasst habe, da muss man den Arbeit auf irgendwelchen anderen Seiten suchen. Wer sich das, wie gesagt, weiterhin machen tun will, und sich dann wirklich. Zieh dir mal einen Dude Karl rein, mach mal eine Videokolumne. Ja? Versprichst mir das, Sir Dude Karl. Ich bringe in Zukunft nur noch die Dinge. Wo ich denke, das zu berichten, wenn es System vorwärts geht, hat sonst nicht. Ich brauche nicht drüber. So, meine Lieben, da lasst ihr schon eine sehr runterziehen oder vielleicht macht ihr immer den Modus, weil das tut immer gut, wenn man so schlecht auslässt. Kann er wieder machen. Das ist auch raus, als würde schon die Stimme dem Schatten, das ist toll. Das gehört einfach dazu und schwerfällt zu sein. Halt trotzdem die Ohren steif und hoch. Und versuchen wir noch das Beste draus. Wahrscheinlich auch so ein Kipper auf alle Fälle. Dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Schorsch. Mit dir. Jo, also, ja, hast du ja eigentlich gehört, was wir schon gesagt haben, so. Wir sollten irgendwie das Format ändern und Wolfgangs neue Vorrückung, so sage ich es jetzt einfach mal, fand ich jetzt gut, der dritte Video, also, was er gemacht hat. Wie ist es jetzt nochmal? Deutschland, unbequeme Fragen. Genau, unbequeme Fragen, das stellen wir jetzt ja alle, unbequeme Fragen. Wir hinterfragen uns selbst, das ist die unbequemste Frage. Wir gucken einmal, was mit uns ist. So, und Wolfgang macht ja schon wirklich riesen Schritte. Wir zwei, wir sind keine Hasskommentarschreiber. Wir sind ehrlich und wir sehen das richtig gut in dir. Wir sehen den Freund und den Bruder in dir. Ja, und das ist wichtig. Du bist nicht alleine. Genau, du bist nicht alleine, das ist wichtig. Wir sind Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen vereint. So, gut. Denn 33,17 ist aber auch eine schöne Zahl. Mhm. Gut, na dann, mach's gut. Und. Ciao. Tschüss. Tschüss.